Sie hörten Kommentare von Stefan Dietjen, Jochen Spengler und Stefan Koldehoff. Deutschlandfunk. Das Feature. Kurz vor der Wende gibt es eine Lederjackentruppe, die sind bereit, die rote Sonne zu retten. Und das war authentisch und das hatte vor allen Dingen den Groove von Boris Vian oder Jim Morrison oder wem auch immer. Die folgten tatsächlich ihren Heroes und standen damit auf der richtigen Seite. Und wir leben nach wie vor in der Bakschisch-Republik, also das ist schon durchaus noch so. So wie der Osten ohne Bakschisch nicht funktioniert hat, funktioniert ja auch der Westen nicht ohne Bakschisch. So, dass das natürlich mittlerweile so derartig verschoben ist, dass das Bakschisch eigentlich nur noch die kriegen, die es eigentlich geben sollten. Also sprich, dass die Leute, die ohnehin schon genug haben, immer mehr haben. Und dass die, die nichts mehr haben, immer mehr werden. Das ist der grundlegende Widerspruch. Bakschischrepublik. Nachklänge eines Wendesongs der Band Herbst in Peking. Ein Feature von Jürgen Balitzki. Die Unvertriebenen. Berlin, Prenzlauer Berg, Senefelder Platz. Dort, wo die U-Bahn aus der Erde fährt. Die Kneipe an der Straßburger Ecke Metzerstraße heißt Rumbalotte. Drinnen spielt The Hidden Sea Sound System, ein spacer Seitenarm von Herbst in Peking. Die Rumbalotte ist keine profane Kneipe, sondern eine Subkultur-Kaschemme. Ihr Chef heißt Bert Papenfuß, eine Legende der alten ortsansässigen Literaturszene. Ein Unvertriebener, gewissermaßen. Denn nur einer von fünfen, die hier im Kiez mal gewohnt haben, sagt die Statistik, hat der Gentrifizierung standgehalten. Früher war Papenfuß Mitarbeiter einer anderen Kulturspelunke, dem in jedem Berlin-Mitteführer gepriesenen Café Burger am Rosa-Luxemburg-Platz, Heimstatt von Wladimir Kaminas Russendisco. Teilnahme am öffentlichen Getränkeverzehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Teilnehmer einer Geselligkeit hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. Und ich bin ja 2009 sozusagen aus dem Café Burger ausgestiegen, weil ich dort einfach nicht mehr die Art Veranstaltung machen konnte, die ich präferiere. Also Lesungen, schwierige musikalische Veranstaltungen und gestaltete Abende überhaupt. Und Burger hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt, dass es dann doch eher so ein Ort für die Touristen wurde, die dort eben in ihren Hostels, die sich dort mittlerweile in der Gegend angesiedelt hatten, die dort eben was erleben wollten. Und dann, ja, es waren eben die Art Veranstaltungen. Irgendwie nur noch das fünfte Rad am Wagen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann lasse ich sein, steig aus. Nach einem Jahr des Ausruhens, Schreibens und In-sich-Gehens macht er 2010 die Rumbalotte auf. Benannt nach der eigenen Jahr für Jahr erscheinenden Publikationsserie. Und einem postrevolutionären Altherrenwitz. Das war mir auch wichtig, dass es eben im Prenzlauer Berg ist. Ja. Ich meine, ich will auch einen Ort im Prenzlauer Berg behaupten für die Leute, die eben noch hier wohnen und aktiv sind und das eben hier einen Treffpunkt haben. Und ich wollte eben und will mit der Rumbalotte also einen Ort behaupten für die sogenannte Prenzlauer Berg Connection. Und das funktioniert? Ist schwierig, weil erstens sterben die Leute ja weg und dann werden sie trockene Alkoholiker und dann ziehen sie aufs Land und so weiter und so. Ist schon schwierig, mit den paar Leuten, die noch hier sind, eine erfolgreiche Kneipe zu machen. Aber wir lavieren so am Rande des Ruins vor uns hin und machen weiterhin unsere Veranstaltungen, ja. Ja, die Rumbalotte ist mehr oder weniger mein kulturelles Zuhause seit der Gründung. Also ich arbeite da ja auch, also bin quasi hinterm Tresen aktiv, also mache Einsamkeitsbetreuung zum Teil auch, mache aber auch so eine Art von Melting Pot. Rex macht dort seit 2-3 Jahren jeden Donnerstag im Prinzip eine Personal Reality Show hinterm Tresen. Das ist, soviel ich weiß, auch der umsatzstärkste Barkeeper und das liegt daran, dass er sozusagen nicht nur Tresen macht, sondern gleichzeitig DJ ist und Entertainer. Und bis heute kommen die Mädchen
hinter den Tresen um Rex lange Haare wehen zu sehen. Matthias Hering, Musikverleger und Archäologe. Das ist ganz erstaunlich, dass es einen Kreis von Menschen gibt, also natürlich die, die überlebt haben, die jetzt plötzlich auf dieselbe Art und Weise zusammenarbeiten, wie man vielleicht so zwischen 88 und 91 zusammengearbeitet hat. Nämlich irgendwie Allianzen am Tresen zu schmieden und das dann durchzuziehen und eigentlich auch darauf zu scheißen, ob das jetzt verkaufbar ist oder nicht verkaufbar oder Erfolg ist. So wie der Osten immer über Klicken funktioniert hat und über den Spaß aneinander und nicht über Plattenverträge, Presse, Rundfunk, Fernsehen. Insofern hat sich überhaupt nichts geändert. Rex Joswig, der 1987 Herbst in Peking gründete und mit Nachnamen eigentlich Gülzo heißt, sitzt an einem Rechner hinter einem schmalen Tisch. Er spricht, singt, ruft, murmelt und raunt ins Mikro. Raunen kann er besonders gut. Zwischendurch justiert er das Mikrofonstativ mit einem Schraubenzieher, drückt Laptop-Tasten, lässt den Beat in Schulter und Kopf fahren. Das ist Grenzpunkt Null. Rex Joswigs surreale Radioshow im Kneipenformat. Schwillt er Dub-Sound an, schiebt er den Stuhl beiseite und tänzelt ein bisschen herum. Manchmal bis zum nahen Tresen, wo er sich eine neue Brause holt. Alkohol ist out. Sein Gesang switcht vom Deutschen ins Englische, ins Russische und zurück. Er rezitiert William Blake, Dostojewski und Bert Papenfuß. Bomba, Lotte. Oder die fast maritimen Gedichte des Bert Papenfuß. Im Grenzpunkt 0. Wir haben ein ganz normales freundschaftliches Verhältnis. Es geht hier nicht um, dass er hier angestellt ist und ich der Kneipeninhaber bin oder sowas. Das spielt ja keine Rolle. Rex arbeitet hier gerne, nutzt es auch als Treffpunkt. Auch wenn er eben nicht hier arbeitet, kommt gerne her und trifft sich mit Leuten hier, macht seine Termine hier, macht hin und wieder seine Proben hier. Das ist also ein sehr... Das ist ein sehr guter Barmann auch. Also die Umsätze sind gut, weil er arbeitet. Rumbalotte, süße Motte. Hör mal, wie geht denn nur der Witz mit der Rumbalotte? Menschen, die man von damals kannte, aber mit denen man irgendwie nie enger in Kontakt gekommen ist, von denen man aber in etwa wusste, wer sie waren, die kann man jetzt kennenlernen. Interessant. So war das übrigens auch mit Herrn Papenfuß. Also zu Ostzeiten haben wir uns nie unterhalten. Da war man mehr so platzhirschmäßig unterwegs. Die einen waren die und die anderen waren da. Und Platzhirsche, die reden ja nicht groß miteinander. Wir haben uns dann kennengelernt, nachdem alles zu Ende war. Und sind relativ schnell eng in Kontakt gekommen, so Mitte der 90er. Und richtig eng wurde es dann durchs Café Burger. Da wurde ja natürlich auch schwer dem Hedonismus gefrönt und so. Und wir fingen dann auch an, zusammen aufzutreten. Also fingen an, zusammen Texte zu schreiben. Und das hat sich eigentlich bis heute fortgesetzt. Also wir sind, wir sind Buddies. Vom Roten Stern. Sommer 2014. Ein alter sowjetischer Flughafen im mecklenburgischen Lerz am südlichen Zipfel der Müritz. Die beiden Zufahrtsstraßen zum Festivalgelände sind streng bewacht. Polizisten mit Spürhunden überprüfen nahezu jedes Fahrzeug nach Drogen. Wie dem auch sei, alle sind gut drauf. Auch die Kunden im Supermarkt. So lieb und so nett. Also das muss ich ehrlich sagen, keine Belästigung. Wirklich nicht. Dann kommen sie alle in Scharen und sind so guter Laune und freuen sich, wie gesagt. Und ich muss bloß staunen, wenn sie dann immer hinterher sagen, es sind 60 oder 80.000. Da bin ich dann immer richtig erstaunt. Das Fusion-Festival geht in die vierte Nacht. Fusion, englisch ausgesprochen, kyrillisch geschrieben. Fusion, ein programmatischer Begriff. Alles, was kommerzielle Bestenlisten ausschließen, ist hier willkommen. Keine Werbung, keine Sponsoren, offizielle Medien, unerwünscht. Tickets per Losentscheid. Motto der Veranstalter, Ferienkommunismus. Die Ostdeutschen mochten die Russen nicht. Keiner wollte gerne Russisch lernen. Russisch war verpönt. Und das wiederum hat uns auch so ein bisschen gereizt, natürlich das Russisch jetzt doch gut zu finden, es aber ironisch aufzubrechen. Weil wir haben ja auch damals Instrumentals aufgenommen, die haben wir dann auch betitelt mit Leon Trotzki. Und das andere Instrumental, was auch so russische Estradenmusik nachempfunden hat, das hieß dann im Herbst in Peking. Und somit war es unsere Erkennungsmelodie. Und die zweite Komponente, die uns ins Russische wieder gedrängt hat, war natürlich Michail Gorbatschow.
Ganz klar. Und die Signale, die er gesetzt hat. In der Dubstation, einem Zeltplan überdachten Musikstützpunkt, spielt The Hidden Sea Sound System. Rex Joswig setzt ein paar russische Verse in den Groove. Severny gory, severny smert, severny zvyozdy, sever balit. Und das ist natürlich ganz faszinierend, jetzt dieses Gelände zweckentfremdet zu sehen, im positivsten Sinne, eben für anarchische Unterhaltungsaktivitäten. Und für mich war das ungeheuer inspirierend und auch befreiend, eingeladen zu sein und in so einem Hangar zu spielen, wo früher die MiG-21 geparkt war. Und das war für mich auch irgendwie so wie nochmal so ein bisschen sauber machen im Gehirn, so ein paar Sachen rausfegen. Dieses ganze Russending, das hat mich doch mehr belastet, als ich mir eigentlich eingestehen wollte. Na? Das Logo von Herbst in Peking ist ein besonders witziges Exemplar postsowjetischer Markenästhetik. Aram Radomski, ein befreundeter Fotograf, der später heimlich die ersten Filmaufnahmen von den Leipziger Montagsdemonstrationen für die ARD drehte, Aram Radomski wählte als grafisches Ausgangsmaterial für das Bandlogo den Orden der Oktoberrevolution. Anfang der 80er Jahre führte mich mein Leben mal nach Frunze ins Alma-Ata-Gebirge. Und dort habe ich mir ein Plakat gekauft, also auf dem dieser Stern eine Rolle spielte. Und den habe ich dann irgendwann ganz mühselig mit Ausziehtusche und Kalligrafiefeder abgezeichnet, das dann fototechnisch ein bisschen umkopiert. Da waren dann alle ganz happy gewesen, das war so schön axialsymmetrisch, hatte eben so was Martialisches, was unheimlich Hartes, so, aber eben etwas, was aus dem Osten war. So. Und da konnte Rex was gut anfangen und glaube auch der Rest der Band. Da habe ich gesagt, Aram, das ist es, schreib mal hier in Zentrum to be hip. Na, das ist eingetragen und das war's dann. Da ist dann das Logo, so wie es bis heute ist. Eigentlich waren unter dem Stern noch die beiden Big Brother Elemente Hammer und Sichel. Hammer fanden wir scheiße, aber Sichel fanden wir gut, weil wir damals ja auch schon Cannabiszüchter waren in Rand-Berlin und Sichel brauchst du einfach. Und ich glaube, dass also wir einen großen Reiz und Spaß daran gefunden haben, uns dieser Zeichen nochmal zu bemächtigen und zu sagen, wir deuten die nochmal neu. Und laden die sozusagen mit eigenem Inhalt auf. Popart bemächtigt sich der Symbolik des Kommunismus. Das Ergebnis nennen Kunstexperten wie der Galerist und Kurator Christoph Tannert Sozart. Das Wichtigste war eigentlich, dass sie Linkssein gereinigt haben, dadurch, dass dieses exoriente Lux für sie tatsächlich eine Bedeutung hatte. Am 18. März 1987 gegen 3.30 Uhr wurde im Stadtbezirk Prenzlauer Berg durch die Besatzung eines Funkstreifenwagens der Volkspolizei an der Hauswand Stargarder Straße 13 ein mit schwarzem Farbspray aufgesprühter Text festgestellt. Glasnost in kyrillischen Buchstaben, Gorbatschow is future in lateinischen Buchstaben. Das waren so außerparlamentarische Aktivitäten, denen man sich so hingegeben hat hin und wieder, ne? Also wo man meinte, man muss was tun. Die konnte man quasi in die antikommunistische Schublade nicht bringen und die konnte man auch in die Blödpunk-Schublade nicht stecken. Und das war ja so wichtig, dass der Geist des Anarchismus in dem Moment tatsächlich virulent wurde per Rockmusik, wo es in der DDR zur Zeit der Wende auch drauf ankam. Im Rahmen komplexer Maßnahmen zur Aufklärung erfolgte am 18. März 1987 um 1.10 Uhr am S-Bahnhof Schönhauser Allee durch eine Streife der Volkspolizei bei drei männlichen Personen die Kontrolle der Personalausweise. Die dabei getroffenen Feststellungen hatten ergeben, dass der DDR-Bürger Gülzo Rex während der Kontrollhandlung im Besitz von zwei handelsüblichen Raulederspray-Flaschen Farbton schwarz war, die er in einem Plastebeutel bei sich trug. Was mich fasziniert hat, war zu erleben, dass Herbst in Peking wussten, bevor andere das begriffen hatten, dass Marx kein Marxist ist. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, weil da Schluss gemacht wurde mit so einer hohlen, phrasenhaften, ideologischen Beweihräucherung von linken Träumen. Also Herbst in Peking waren einfach basic. Es ist vorgesehen, gegen Gülzo wegen rechtswidriger Verunstaltung gemäß § 41 Ziffer 2 der Verordnung zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten ein Ordnungsstrafverfahren in Höhe von 100 Mark einzuleiten. H. I. P.
Die Bandgründung fand statt im Sommer 1987. Ich war mir mit unserem Keyboarder Thorsten Rateischak, der später dann zu Herrn Totenhöfer wurde, einig, schon 1986, dass wir eine Band machen wollen. Uns war auch klar, dass die Herbst in Peking heißen soll. Das hing damit zusammen, dass Herr Totenhöfer eine französische Freundin hatte, die studierte an der Humboldt-Uni, und die hat uns mit Boris Vian bekannt gemacht. Die hat also Herbst in Peking uns besorgt und auch Texte von ihm, Chanson-Texte. Da gab es einen ganzen Band, der hieß »Ich werde auf eure Gräber spucken«. Diese Radikalität hat uns fasziniert und deswegen meinten wir, wir sollten uns Herbst in Peking nennen. Außerdem war Herbst in Peking natürlich zu den Zeiten damals eine blanke Provokation. Worum geht's eigentlich in Boris Vians Roman Herbst in Peking? Weder um Herbst noch um Peking. Schauplatz ist eine französische Wüstenkolonie, wo eine Eisenbahnlinie gebaut wird. Dummerweise weiß niemand oder will es nicht wissen, dass gleichzeitig von einer anderen Truppe gewaltige Stollen in den Untergrund getrieben werden. Man muss kein Statiker sein, um zu ahnen, was am Ende passiert. Irgendwie haben wir den Namen auch nicht wirklich genehmigt bekommen. Wir hätten uns dann H.I.P. nennen sollen, können, dürfen. Haben wir abgelehnt, das stand dann in unseren Papieren, aber wir haben uns immer Herbst in Peking genannt. Von Anfang an anarchisch angelegt. Underground, anarchisch, wieder die Staatsgewalt. Na, Herbst in Peking hatten das ja immer schwer in Berlin. Also ich dachte, als ich die das erste Mal gesehen habe, dass das Sachsen sind, so wie die aussahen. Wir waren ja so eher die Punks und bis auf diesen Hit Backschischrepublik war das ja eher so eine, ich sag jetzt mal ein bisschen böse, Hirschbeutel-Fraktion-Musik. Also das waren ja so eher so Folk, Volkstanz. Ja, wir hatten so ein gewisses Post-Hippie-Element auch drin, muss ich mal sagen. Mann, unter uns, wen hat denn das nicht inspiriert? Also wer noch ein bisschen was in der Birne hat, in meiner Generation, muss irgendwann mal Jefferson Airplane geil gefunden haben. Ronald Galenza, Zeitschrift für Unterhaltungskunst, Heft 12, 1988. Herbst in Peking-Musik ist psychedelisch und halluzinativ. Logisch, wenn Herz und Hirn Velvet Underground, Doors, Can, Captain Beefheart und Iggy Pop geschnüffelt haben. Sie mischen Punk, New Wave, Dub, russische Folklore, Estradenklänge und Walzer mit jenen fundamentalen Ingredienzien. Auf der holprigen Schlagloch-Road nach Einstufungshausen fuhr man gleich noch an der chinesischen Botschaft mit ran. Der Kulturattaché war sehr freundlich entgegenkommend. Herbst in Beijing, das klingt gut, ist großes Kompliment für unser Land. Was ist Problem? Problem war, dass die Kulturbehörde des Ostberliner Magistrats den Namen nicht mochte. Weder half der weltliterarische Hinweis auf Boris Vian noch die Geste des chinesischen Diplomaten. Nein, der Name, argwöhnten die ängstlichen Funktionäre, passte einfach nicht in die politische Weltlage. Ja, wenn sie sich H.I.P. nennen würden. Ja, das hat ja, glaube ich, damals ja keiner mitbekommen, dass Herbst in Peking ein Buch von Boris Vian ist, sondern gab diese Gerüchte und da spielen jetzt Herbst in Peking und darüber und die waren verboten und war ja ein Mythos des Widerstands. Und Rex sah natürlich unwahrscheinlich gut aus. Er hatte diese weiße Lederjacke an, er hatte diese langen blonden Haare. Die Stimme war natürlich schon damals eindeutig geil. Und der Mond raucht Marihuana vor lauter Sehnsucht nach dem Tag. Hörspiel. Es drängte nicht so nach Philosophie wie bei anderen Bands, bei Silly oder ähnlichen. Also immer drängt es nach Bedeutung. Das war es ja gar nicht. Es war richtig fröhlich subversive Rockmusik und das führte ja dann auch zu dieser Idee, die Band zu bestellen für eine Rundfunkproduktion, also ein Hörspiel. Wolfgang Rindfleisch, Regisseur dieses Features. Damals, Ende der 80er, Assistent in der Hauptabteilung Funkdramatik des DDR-Rundfunks. Wolfgang, wir lernten ihn irgendwann kennen und er war an uns interessiert irgendwie. Er war ja nur auch älter als wir, so 10 Jahre älter. Und er nahm aber auch gleich so eine Art Mentorenposition ein, unaufdringlich, ganz unaufdringlich, immer leicht spöttelnd, immer auch so schwarzer Humor und auch seine Verbindung zu Heiner Müller war interessant und dann natürlich auch zu den einstürzenden Neubauten. Das war schon alles sehr inspirierend. Zu Zeiten Kaiser Heinrichs II. Hat sich in einem Dorf in Sachsen eine höchst beklagenswerte Sache begeben. Der Heilige Christ,
Hörspiel nach einer deutschen Sage von Peter Jakobald. Die Musik, die da aufgenommen wurde für das Hörspiel, die wollte ich mit einem anderen Text versehen nochmal als Song quasi kreieren. Und das ist ja dann letztendlich die Backschischrepublik geworden. Das ist ein Song innerhalb des Hörspiels, da wird quasi ein Kinderlied adaptiert. Ringel, Ringel, Reihe, wir sind der Kinderdreie, wir sitzen unterm Hullabusch und machen alle husch, husch, husch. Und daraus wurde dann, wir leben in der Backschischrepublik und es gibt keinen Sieg, Schwarz-Rot-Gold ist das System, morgen wird es untergehen. Ist im Grunde ein Kinderlied, wie jeder gute Punk-Song. Das Verbot. Einheiten der chinesischen Volksbefreiungsarmee haben in der vergangenen Nacht den Tiananmen-Platz in Peking geräumt, teilte das chinesische Fernsehen mit, weil Konterrevolutionäre den Sturz der sozialistischen Ordnung beabsichtigt haben. Ich hatte also, bevor wir losfuhren, also eigentlich im Grunde schon die Tage vorher, als das Massaker passierte und es war ja klar, dass wir spielen, habe ich eigentlich klar gemacht, dass wir etwas tun müssen, dass wir uns irgendwie verhalten müssen dazu. Weil die offizielle Lesart war ja Margot Honecker im Neuen Deutschland sehr gut, wie die chinesischen Genossen, auf einmal waren sie wieder die Genossen, die Konterrevolution niedergeschlagen hatten. Das war die offizielle Lesart, so nach dem Motto, wenn hier sowas passiert, werden wir das genauso machen. So, und das konnte man so nicht hinnehmen. Also zumindest wollte ich das so nicht hinnehmen. 10. Juni 1989, Brandenburg. Auf der Freilichtbühne Marienberg spielen 7 Bands. 3000 Leute sind gekommen. Knapp eine Woche ist das Massaker auf dem Tiananmenplatz her. Die Stimmung ist seltsam gespannt. Irgendwas liegt in der Luft. Zu dieser Zeit lauert das Publikum geradezu auf politische Widerworte im DDR-Unterhaltungsbetrieb. Um 22.30 Uhr tritt Herbst in Peking auf die Bühne. Zuvor hatte Werther Lohse mit seiner Gruppe Lüft gespielt. Wir haben dort gespielt und die Jonathan Blues Band noch und Berluk, die auch die Anlage gestellt hatten. Da war eine gewisse Spannung war da. Deswegen vermute ich mal, dass dort auch möglicherweise Stasi mit da war, na sicherlich. Und wir spielten genau vor Herbst in Peking. Ich hatte zwar den Namen schon gehört, aber wir hatten noch nie gespielt mit denen. Ich kann mich erinnern, dass die einen großen Fankreis mit hatten. Die haben uns sicherlich nicht ausgepfiffen da, aber wir haben natürlich deutlich gemerkt, dass ihr Anhang die Band hören wollten. Mich hat das musikalisch jetzt nicht groß berührt, aber das, dort ging es eben, bei dieser Band ging es eben halt um die Botschaft und dem Publikum auch. Vom Mischpult kam ja dann gleich eine Ansage über die Monitorboxen, wie im Albtraum irgendwie oder wie in so einem surrealistischen Machwerk. Erzähl nicht solche Scheiße über meine Anlage im finstersten Mecklenburgisch, wo ich schon wieder dachte, ah genau, da ist es. Da war es wieder, das triviale Böse aus der Box. Die DDR-Rockgruppe Herbst in Peking mit ihrem Lied, das wie ihr Name Anfang Juni einen schrecklichen Bezug zur Wirklichkeit bekam. Als sie sich mit den Opfern des Massakers in China auch noch öffentlich solidarisch erklärten, reagierte der Staat kurzerhand mit einem Verbot der Band. Magistrat von Berlin, Abteilung Kultur. Die Gruppe wurde informiert, dass ein Telegramm an alle Räte der Bezirke geschickt wurde mit der Information, dass der Gruppe H.I.P., eigene Bezeichnung Herbst in Peking, mit Wirkung vom 13.06.1989 die Registrierkarte entzogen wurde. Im Spiegel gab es dann eben einen Artikel dazu mit einem Foto von uns und auch im Fernsehen, in der ARD, wurde es im Kennzeichen D, nee, in Kontraste, wurden wir interviewt. Völlig betrunken, irgendwann nachts haben sie da uns eine Kamera vor die Nase gestellt und uns irgendwelchen Quatsch gefragt und wir haben uns irgendwie lallend dazu verhalten. Auf jeden Fall wurde es ausgestrahlt. In diesem Ereignis bricht für mich eigentlich eine Welt zusammen. Dieses humanistische Ideal, was wir vertreten, also wir glauben, dass wir das vertreten, dieses humanistische Ideal ist völlig im Arsch. Die Hörspielsache lief an und das Verbot platzte genau in die Produktion rein. Ich weiß es deshalb, weil wir hatten schon Einspieltermine gehabt
im Rundfunk, im Deutschen Demokratischen Rundfunk, und hatten da auch unsere Aufkleber an der Studiotür platziert. Und als dann das Verbot ausgesprochen wurde, da hat der Regisseur dieses Hörspiels die Aufkleber abgerissen von der Tür, weil er mit sowas nichts zu tun haben wollte. 26. Juni 1989. Keller des Polizeipräsidiums am Alexanderplatz. Verhör von Rex Joswig zum Auftritt der Rockgruppe Herbst in Peking anlässlich der 8. Brandenburger Rocknacht vom 10. Juni 89. So, naja, und dann der Auftritt selbst. Wie haben Sie denn Ihren Auftritt nur angekündigt? Oder eingeleitet, sagen wir mal. Den Auftritt haben wir eingeleitet mit der Feststellung. Also wir haben mit unserem Opening unsere Erschütterung Ausdruck gegeben darüber, wie schnell der Name der Band Herbst in Peking Wirklichkeit geworden ist. Mhm. Und haben die Leute gefragt, eine Minute Zeit zu haben für die Opfer des Massakers auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking. Jetzt ein Schweigen oder was? So wie ich sage, also wir haben die Leute gebeten, eine Minute Zeit zu haben. Das war etwas, woran er sich festhalten konnte. Schweigeminute war wahrscheinlich was Konterrevolutionäres. Weil ich habe ja um eine Schweigeminute für Konterrevolutionäre gebeten. So, kannst du es nochmal jetzt konkret, dass wir das richtig festhalten? Ja, also wir sind erschüttert darüber. Und nochmal eins kurz, wer ist wir? Einer kann ja nur gesprochen. Wir, die Band Herbst in Peking. Ja, einer hat aber nur gesprochen. Und das waren Sie. Ja, sicher. Das ist bei. Ich wollte eigentlich nur wissen, wer da gesprochen hat. Nicht, dass wir gesprochen haben, sondern dass Sie gesprochen haben. Sie fragten mich, was gesagt worden ist. Er hat mich auch nach Interviews gefragt. Wie ich mir denn das denke, dass ich hier dem SFB und dem RIAS ständig Interviews gebe. Und aus dieser Rückendeckung, die ich da spürte irgendwie, habe ich mir gedacht, das werden die niemals tun, weil das ist sofort in den Medien und dann haben die richtig Stress. Mhm. Weiter. Eine Minute Zeit zu haben für die Opfer des Massakers auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking. So, und was sollte denn eigentlich diese Ankündigung? Naja, ist doch eigentlich ziemlich eindeutig. Ach so, ne, finde ich nicht. Ich finde es eindeutig. Und zwar in welcher Form? Soll ich das jetzt erläutern? Ja, war nicht schlecht. Sie verstehen es wirklich nicht? Erstsendung, also für die Sendung, durfte die Absage nicht mit Herbst in Peking gemacht werden. Somit war dann ein zweites Viang-Buch dann faktisch fällig. Sie hießen dann plötzlich Schaum der Tage in der Absage. Und dann aber zur Sendung, die war dann nach dem 9. November, da gab es dann extra einen schön umständlichen Sprechertext. Vorneweg. Der große musikalische Anteil an dieser Produktion stammt von einer DDR-Rockgruppe, die seit dem 3. November dieses Jahres nicht mehr Schaum der Tage, sondern wieder Herbst in Peking heißt. Der Coup. Der Strafbestand lautet Diebstahl und Schmuggel eines 16-Spur-Bandes. Eigentum Rundfunk der DDR nach Berlin-West. Beteiligte an dieser Straftat sind folgende Personen: Wolfgang Rindfleisch, Regieassistent, Staatliches Komitee für Rundfunk, Rex Joswig, Sänger einer verbotenen Band, in Klammern Herbst in Peking oder H.I.P., Birgit Herdlitschke, Bürgerin von Berlin-West, Studentin. Punkrock im Osten war halt echt noch Punkrock, ne? Und das war für uns auch irgendwie spannend, Ost-Berlin. Es war ja so ein Universum, was man, wenn man in West-Berlin lebte, ja eigentlich überhaupt nicht mitgekriegt hat. Wir fanden es aber toll und sind dann irgendwann, haben wir uns verabredet. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie hat man sich denn mit den Leuten aus Ost-Berlin damals verabredet? Wahrscheinlich haben wir Postkarten geschrieben, ja. Und sind dann irgendwann wieder mal rüber, also immer mit einer Freundin. Und waren dann echt öfter da und haben dann irgendwie die ganzen Jungs alle kennengelernt. Und eben auch Herbst in Peking. Ich war ja der Regieassistent bei dieser Produktion und hatte das Musik-16-Spur-Band der Produktion eben bei mir im Schrank. Ob ich von Rex gefragt wurde nach dem Band, das weiß ich nicht so genau. Und es war ja für mich ein leichtes, jetzt dieses 16-Spur-Band ihm dann zu geben, weil ich mir dachte, okay, dann bleibt es bei den Urhebern, das Band. Wir haben das dann im Sommer, habe ich dann veranlasst, dass es von einer Freundin der Band nach West-Berlin gebracht wird.
weil ich ja geplant hatte, auszureisen, sobald sich die Möglichkeit bietet, mit der ganzen Band. Das hat dann so nicht geklappt, aber zumindest bin ich ausgereist und der Bassist. Das war ein 16-Spurband. So ein richtig fette, so eine fette Spule. Das ist ja nichts mit kleine Mini-Speicherkarte heute, die man easy irgendwo verstecken kann. Das war so ein richtiges Gerät. Und da haben die mich gefragt, ob ich das rüber mit rübernehme. Also über die möglichen Konsequenzen, die das hätte haben können, habe ich keine Sekunde irgendwie nachgedacht. Ne? Habe nur gedacht, okay, wie mache ich denn das? Das ist jetzt nicht so einfach. Ne? Kann ja nicht in der Tasche, muss ich auch irgendwie am Körper. Ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, ich habe mir das auch so in die Hose und Pullover drüber. Und irgendwie habe ich dieses fette Band dann rüber geschmuggelt über die Friedrichstraße, abends wieder beim Nachhausegehen. Und wir haben dann mit dem 2-Zoll-Band im Beatstudio am Kurfürstendamm, also im senatseigenen Beatstudio, am 17. Oktober 1989 die Backschischrepublik aufgenommen. Mit dem hervorragenden Tonmeister Gerd Blum. Die Jungs waren ziemlich aufgeregt oder angespannt. Und sie machten so auch den Eindruck, als hätten sie mehrere Tage nicht geschlafen. Also die waren richtig so an dem Projekt dran. Und das überzeugt einen dann ja auch. Das kriegt man ja irgendwie so mit. Also normalerweise war die Prozedur die, dass man an einem Wettbewerb teilnehmen musste. Und dann wählte eine Jury die 20 Bands oder so aus. Und dann machte man Termine so etwa ein Jahr, ein halbes Jahr im Voraus. Und die standen plötzlich in der Tür sozusagen. Ich fand die Texte ziemlich mutig, weil das ja noch im Oktober war. Also da wusste ja noch keiner, wie das Ganze ausgehen würde. Also ich fand es voll passend, also den Text und die Musik aggressiv auch teilweise, die Gitarren und alles. Ich fand das überzeugend. Wir kamen da mit einer Schallfolie an, wo Walter Ulbricht irgendwelchen Quatsch erzählt. Also in Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei beschlossen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Und dann kommt im Song eben, das Volk, es wird in Trance verfallen und eine alte Hymne lallen. Und diese Schallfolie habe ich ihm dann hingelegt und habe gesagt, Chef, mach was draus. Und er hat was draus gemacht. Wir leben in der Backschisch-Republik und es gibt keinen Sieg. Die Hoffnung ist ein träges Vieh und nährt sich an der Staatsdoktrin. Man wird die roten Götter schleifen, viele werden es nicht begreifen. Der Götzendiener pisst sich ein, so einfach ist es, Mensch zu sein. Und dann war eben der Titel Die Backschischrepublik draußen und war einer der ersten auf unmittelbar den Mauerfall reagierenden Musikstücke dieser neuen Musikszene, die sich langsam anschickte, gesamtdeutsch zu werden. Wir wollen immer artig sein von Feeling B, Born in the DDR von Sandow und Backschischrepublik von Herbst in Peking. Das waren die Songs und die Bands der Stunde. 28. April 1990. Willkommen beim DDR-Jugendfernsehen 1199. Okay, los geht's mit Musik. Und zwar mit einer Band, die kommt aus Berlin. Eigentlich aus Ost-Berlin, aber sie hat auch schon in West-Berlin gespielt. Wenn sie schon singt und aus Deutschland kommt, dann muss sie aber nicht in Deutschland spielen. Das kann sie ja dann auch in Dänemark und in Frankreich machen. So, und einen Namen hat sie, der führt eigentlich ganz weit weg nach Asien. Hier sind Herbst in Peking. Mich geht der Text nicht mehr viel an. Wir waren sehr voller Hass damals auch auf die, die uns getreten oder versucht haben zu treten. Und das spielt dann natürlich auch mit rein. Und wir wollten natürlich auch eigentlich alles in die Luft jagen, wie das eben immer so ist. Und wer hat noch nicht davon geträumt, einfach mal mit dem geladenen Peacemaker in die Lobby einer großen Bank zu marschieren, in die Luft zu schießen und zu fragen, na ihr Seuchenvögel, habt ihr immer noch nicht genug? Alles zurück auf Anfang. Geschäfte. Anfang 1990 tauchen bei einem Berliner Konzert von Herbst in Peking zwei Abgesandte von City auf. Von einer etablierten Band also, die von der Untergrundszene aus verschiedenen Gründen argwöhnisch betrachtet wurde. Also Toni und Fritz tauchten auf und meinten, ob wir nicht Lust hätten irgendwie mit ihnen und einem Freund in Osnabrück, der ein eigenes Studio hat und auch ein eigenes Label und so weiter und gute Kontakte, ob wir eine Platte machen wollen. Also unser Debüt. Da hatten wir schon Interesse irgendwie und Toni und Fritz waren auch
kamen auch sehr cool rüber und als hätten sie einen Plan. Die haben mich natürlich erstmal merkwürdig beäugt, weil wir kamen ja quasi so vom Ost-Establishment so. Fritz Puppel, Gitarrist der 1973 gegründeten DDR-Rockband City. Ich hätte Ihnen damals eine Zukunft vorausgesagt, wenn Sie weiter die Zeit hätten übersetzen können in neue Songs. Und das mit der gleichen Kraft, wie Sie es in der Phase getan haben, wo unsere Wege sich kreuzten. Toni Kral, Sänger der Rockband City. Entronnen ästhetischer Maßstäbe der Kulturbürokratie und angespornt von der Kampagne Aufschwung Ost beschlossen Kral und Puppel fortan ihre künstlerische Verwertung selber zu betreiben. Sie gründeten ein eigenes Label. Die Firma KPM, K&P Music, haben wir gegründet, um unsere Bandgeschicke selber in die Hand zu nehmen. Noch dazu war es eigentlich auch eine Zeit, wo kleine Labels leben konnten und irgendwie existieren konnten. So haben wir uns das vorgestellt. Und als Nebeneffekt haben wir gedacht, können ja auch noch andere Leute dieses Label nutzen oder wir können es benutzen, um andere zu veröffentlichen und zu betreuen. Das war unsere Vorstellung. Wir haben also in Co-Produktion mit einem Label aus Osnabrück, der auch die Aufnahmen gemacht hat, haben wir es veröffentlicht. Das war unsere allererste Veröffentlichung als erstes unabhängiges Label, als erste unabhängige Schallplattenfirma der noch DDR. Damals wurde heftig gestritten, wer sich den Orden erstes unabhängiges Plattenlabel der DDR anheften dürfe. Denn ungefähr zeitgleich gründeten Rex Joswig und Design Peking Records und veröffentlichten Backschisch Republik als Single. Wir wollten zeigen, dass wir das jetzt können, dass wir jetzt dran sind. Na, jedenfalls war dann Ende Februar war die fertig, die 7-Inch Backschisch Republik auf der B-Seite, unser Lied für Nicolaus Ceausescu, also Immortality, Unsterblichkeit hieß das. Ceausescu is my name. The world of power is my game. And all this power I'm willing to keep. Also, my people got nothing to lose. Und dieses Lied haben wir bei City aufgenommen. Das heißt, es gab damals schon die Gespräche, dass wir zusammen eine Platte machen wollen. Aber Fakt ist, die allererste Veröffentlichung von Herbst in Peking war die Backschisch Republik 7-Inch auf Peking Records. Aber es ist völlig belanglos, ob jetzt K&P Music oder Peking Records, egal. Wir waren zur selben Zeit am Start und haben versucht, irgendwas zu bewegen. Zur Jahrtausendwende verschwindet das Projekt Herbst in Peking in der Versenkung. Hinterlassenschaft, 4 Alben. Ein paar Singles. Großer Beliebtheit erfreut sich über die Jahrzehnte ein surreales Kurzporträt von Jesus, das gerüchteweise immer mal wieder als religiöser Hymnus für Kirchentage im Gespräch war. Jesus stand auf, er stand auf von den Toten, tanzte herum und fuhr und fuhr und fuhr gen Himmel. Und das ist nun wirklich so cool. Jesus war so cool. Das war sensationell anders. Die waren einzigartig, eine unwahrscheinliche Ausstrahlung, also von Rex und seinen Kandidaten. Und ich kann nur bedauern, dass da ganz großes Talent unserer Meinung nach verschleudert wurde. Die hatten ganz, ganz große Zukunft vor sich gehabt, wenn nicht irgendwas dazwischen gekommen wäre. Also was dazwischen kam, kann ich dir sagen. Der Zusammenbruch des Ostens kam dazwischen. Eine größere Implosion, würde ich fast mal sagen, kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Es ist ja alles zusammengebrochen. Und das musst du als Rockband erstmal überleben. Wir haben es nicht überlebt. Also man war in den 80er Jahren skeptisch gegenüber dem offiziellen DDR-Musikbetrieb, wurde dann kurz gepusht nach der Wende und hat dann aber erfahren, wie der kapitalistische Musikbetrieb läuft. Ja. Da gibt es eben aus anderen Gründen zwar, aber es gibt eben ähnlich restriktive Momente. Und ich glaube, dass sozusagen jemand, der quasi im Widerstand, in Opposition sozusagen zum System war, dass der da Parallelen gesehen hat und eben auch seine Konsequenzen daraus gezogen hat. Und so eine Grundskepsis ist eben da, dem gegenüber. Ne? Also meine private Ansicht dazu ist, dass Rex eine Überschrift, denke ich, immer noch braucht, um eins seiner Projekte weiterzuarbeiten. Es sind ja auch immer unterschiedliche Musiker mit dabei, aber ich glaube, so diesen Stellenwert Herbst in Peking,
Kommt für Rex zum Beispiel daher, dass er irgendwie immer noch sich artikulieren will unter dieser Überschrift und da so wie so ein Label oder wie so eine Edition sich nach außen äußert? Ich glaube, es macht ihm einfach immer noch Spaß. Das glaube ich. Viele von denen wurschteln sich heute so durch. Also Bands existieren natürlich noch, sind nicht berühmt, aber sie haben so im Osten eben ihren Kultstatus und das ist, denke ich, auch sinnvoll, dass sie damit leben, das verkörpern und damit natürlich auch eine gewisse Kulturschicht behaupten, die natürlich heute nicht mehr da ist, weil sozusagen der Angriffspunkt heute nicht mehr vorhanden ist. Also der Angriffspunkt war eben die offizielle DDR-Kulturpolitik der 80er Jahre, ja. Aber es gibt noch heute einen anderen Affront und den sehe ich auch bei diesen Musikern noch. Also ich zumindest hatte nie die Ambition, es irgendwie als Rockstar oder so zu schaffen. Dazu war ich auch nicht ehrgeizig genug, muss ich ganz ehrlich sagen, schon in meiner Anlage her. Mir gefiel so dieses Hingeworfene, so dieses Unstete, das fand ich gut. Also das Fragmentarische, was ich heute auch noch gut finde. Und sowas ist für eine stringente Popkarriere natürlich tödlich. Ganz klar. Aber wir haben es doch überlebt, weil es gibt uns heute noch. Blake's Tiger. 23. März 2015. Herbst in Peking spielen in der Wabe. Ein Club im Berliner Ernst-Thielmann-Park. Sie sind zu dritt. In der Mitte Rex Joswig an Computer und Mikrofon. Links und rechts die beiden Gitarristen Thorsten Beckmann und Mr. Pacman. Ihre Musik unentschieden wie eh und je. Wir waren von Anfang an schon als Maßgabe für uns absoluter Eklektizismus. Pathos ist im Spiel. Die Band tourt mit ihrer altmeisterlich designten EP. The Tiger and the Fly. So edel die Verpackung, so poetisch die Texte. Englische Verse, der Blick geht vorerst nach innen. William Blake bestimmt die Richtung. Ich bin schon, seit ich den Doors verfallen bin und mich eben näher mit ihnen beschäftigte, auf William Blake gestoßen. Das war magisch, man kann schon durchaus sagen magisch. Also es ist manchmal auch ganz einfach, ich muss da jetzt auch gar nicht so viel von Transzendenz reden, weil so wie es passiert ist, ist die reine Transzendenz. Also das etwas, was als Gefühl für mich begann, als Melodie der Worte, als ganz spezieller Rhythmus, in dem sie sich darstellen, wie das dann in eine Performance mündet, die Leute ja auch komplett erreicht. Der Tiger ist heutzutage ein Kernpunkt der Live-Show. Hey, ich bin dankbar, absolut dankbar. Tiger, Tiger, burning bright in the forests of the night. Bakschischrepublik. Nachklänge eines Wendesongs der Band Herbst in Peking. Ein Feature von Jürgen Balitzki. Sprecher Jule Böwe, Axel Wandke und der Autor. Ton Alexander Brennecke. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Hermann Theissen. Wie geht denn nun der Witz mit der Rummalotte? Toll wäre natürlich, wenn man ihn nicht bis zu Ende erzählt, wenn man ihn nur andeutet. Das wäre richtig geil. Rumbalotte, ja, was kann das sein? Rumbalotte ist, so wie es mir seinerzeit zugetragen wurde, vor vielen tausend Jahren, ein maritimer Witz mit eindeutig sexueller Konnotation. Spielt in irgendeinem Marinelazarett in St. Petersburg. Sind zwei Schwestern irgendwie im Frauenruheraum, um mal kurz zu verschnaufen zwischen zwei Informationen, sagt die eine zu anderen, der Typ da hinten rechts. What the end will what red grass dare its deadly terrors. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Deutschlandfunk. Programmtipp. Zu seinem 80. Geburtstag tourten wir mit Wayne Shorter und seiner Band. Er hörte uns und unsere Band heißt Sound Trends. Wir sind sehr inspiriert von seinem erstaunlichen Lebensweg. Als Komponist, Musiker und als Mensch. Aber wir spielen eigentlich nicht seine Musik, sondern mit der Inspiration, die wir von ihm bekommen.
Wie diese Inspiration klingt, hören Sie heute in Jazz Live. Sound Prince, das Quintett von Saxophonist Joe Lovano und dem Trompeter Dave Douglas. Um 21.05 Uhr. Deutschlandfunk.